kommen wir zum Kern dieses Kanals. Fakten. Folgendes Szenario. Stellt euch vor, ihr werdet nach unten ins Archiv geschickt. Mit der Aufgabe, Messdaten für eine Transportkiste zu ermitteln. Die Frage ist, wie vermisst man eine Säule? Würdet ihr nur den Pfeiler vermessen? Oder nur das Monument ohne Kugel? Zählt nur der Umfang der Basis? Oder sollte der Sockel mit einbezogen werden? Ich sage, die maximale Höhe, Breite und Tiefe spielt eine Rolle. So ein aufwendiges Intro für so eine dämliche Frage? Ja, denn Abmessungen sind elementar wichtig, um die Frage zu klären, ist es ein willkürlicher Grabhügel oder ein astronomischer Tempel? Als erstes zeige ich euch, wie die Ägyptologen die Größe der Pyramide berechnen. Und danach, wie Kartografen das Monument vermessen. Die Pyramide hatte einst eine glatte Außenummantelung. Diese fehlt heute und darunter befindet sich der Kern der Pyramide. Nur noch am Fuß des Monuments befinden sich die letzten Überreste der Außenummantelung. Lasst euch von der Perspektive nicht täuschen, diese Versiegelungssteine sind gewaltig. Nie wieder in ganz Ägypten wurden solche großen Steine verwendet für eine Grabpyramide. Um die Originalgröße der Pyramide zu rekonstruieren, haben die Ägyptologen den Winkel der Außenverkleidung vermessen und mit der Gesamtbreite der Pyramide die Originalhöhe abgeleitet. Mit der Außenummantelung hätte die Pyramide eine Höhe von 146,6 Meter. Das sind die finalen Messdaten des ägyptologischen Konsens. Wer andere Messdaten verwendet, wird nicht ernst genommen. Pyramidengeheimnisse.de ist eine Seite von Frank Dörnenburg, der sich zur Aufgabe machte, die Zahlenmystik an der großen Pyramide zu entkräften. Er behauptet, jeder macht sich lächerlich, der andere Messdaten verwendet, als sie offiziell anerkannten. Machen wir uns mal lächerlich und nutzen diese Messdaten von Josef Dörner. Der Mythos besagt, die große Pyramide ist ein Skalenmodell der oberen vier Quadranten der Erdkugel im Maßstab 1 zu 43.200. Platzieren wir die Pyramide in die Mitte des geozentrischen Erdkreises. Vergrößern wir Umfang und Höhe mal 43.200, sehen wir das Diagramm der Quadratur des Kreises. Der Umfang der vergrößerten Pyramide passt zu 99,3% der Strecke des Äquators. Das ist eine Differenz von 270 Kilometer, wenn wir die Basis mal 43.200 vergrößern. Und jetzt zur Höhe der vergrößerten Pyramide. Wie wir wissen, ist die Erde keine perfekte Kugel. Durch die Erdrotation sind Nord- und Südpol näher am Erdkern als der Äquator. Hier fehlen lediglich 23 Kilometer, damit der Mythos Abbild Erde funktioniert. Kommen wir zurück zu der Frage, wie vermessen wir ein Monument? Die Messdaten der Akademie der Wissenschaft erzählen eine andere Geschichte. 1798, der Eroberungsfeldzug der Franzosen nach Ägypten. Als Napoleon mit seinen Kartografen das Gizeh-Plateau betreten haben, wollten sie den Umfang der großen Pyramide ermitteln. Sie haben die Eckkanten vom Sand befreit. Sie fanden Einkerbungen im Grundgestein. Nach Meinung der Experten waren es die Abdrücke des Originalsockels der großen Pyramide. Von der Originalaußenverkleidung, worauf sich die Ägyptologen beziehen, hatten sie keine Kenntnis, da sie noch unter dem Sand verborgen war. Diese Einkerbungen lassen sich an allen vier Ecken finden. Sie haben zwar unterschiedliche Proportionen, aber die Eckkanten sind exakt ausgerichtet zu den Kanten der großen Pyramide. Auch das war ein Hinweis, dass es ein Teil der Originalstruktur war. Zählt man den Sockel hinzu, erweitert sich auch der Umfang der großen Pyramide um 5,8 Meter, während die Ägyptologen an den Abmessungen der Außenverkleidung festhalten. Dieser kleine Unterschied spielt später eine Rolle, wenn wir den Skalierungsfaktor anwenden. Wenn die Ägyptologen die Zahlenspielerei an der großen Pyramide entkräften wollen, nutzen sie die Abmessung der Außenverkleidung. Die Existenz des Sockels wird nicht erwähnt. Wenn es zu der Frage kommt, Tempel oder Grab? Das sind die offiziellen Abmessungen der großen Pyramide. Das ist der Umfang des Sockels. Und dieser Umfang beschreibt den Pyramidenkern, ohne die Außenummantelung.
Nicht nur der Umfang der Basis erweitert sich, wenn wir den Sockel hinzuzählen, sondern das Monument wird auch um eine Königselle höher. Die maximale Höhe, Breite und Tiefe spielt auch hier eine Rolle, denn es ist Teil der Architektur. Wiederholen wir den Mythos mit den kompletten Abmessungen. Der Umfang des Sockels würde zu 99,94% den Umfang des Äquators entsprechen. Die Höhe der Pyramide plus Sockel würde zu 99,99% der Halbachse der Erde entsprechen. Das ist eine Differenz von 0,6 Kilometer. Eine Annäherung von über 99,9% hat nichts mehr mit Willkür oder Zufall zu tun, sondern die Absicht des Architekten wird sichtbar. Ob Internetmythos oder ägyptologische Spekulation, dieser Skalierungsfaktor war die einzigste Behauptung, die man mathematisch überprüfen konnte. Und eine Übereinstimmung von über 99,9% untermauert die Behauptung, dass der Architekt ein Abbild der Erde schaffen wollte. Für die Ägyptologen ist das alles nur Zahlenspielerei, das in ihren Augen nichts beweist. Radosophie ist ein moderner Kampfbegriff. Denn die große Pyramide ist doch nur ein Grabhügel eines Pharaos aus der 4. Dynastie. Aber es ist gerade der Skalierungsfaktor 43.200, das beweist, dass die große Pyramide ein geodätisches Abbild der Erde ist und kein willkürlicher Grabhügel. Woher der Architekt das Wissen hatte über die exakte Form der Erde, ist eine andere Geschichte. Falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Falls Ägyptologen zuschauen, hätte ich gerne ihre Meinung dazu. Wieso wird der Sockel ignoriert? In der Beschreibung hinterlasse ich einen Link zu Mr. Wissen2Go vom ZDF. Er fasst sehr gut zusammen, was die antiken Ägypter über Tempel dachten. Ein weiterer Grund, warum Messdaten ein jahrtausendaltes Mysterium enträtseln können.